Ja, für mich ist Frau sein Selbstbewusstsein. Und für mich macht Frau sein nicht aus, dass man wunderschön aussieht und immer die passende Kleidung hat. Hohe Schuhe, Röckchen, das ist es nicht. Für mich ist Frau sein auch, dass ich meine Familie manage, dass ich meinen Töchtern ein gewisses Vorbild bin. Früher war mir das sehr wichtig, da wollte ich unbedingt meinen Weg gehen und nichts anderes. Aber ich denke, wenn man dann sich auch für Familie entscheidet, und dann ist die Selbstverwirklichung schon ein bisschen anders. Also beruflich tritt dann wirklich in den Hintergrund. Ich arbeite im ganz großen Büro und ich arbeite den ganzen Tag mit Zahlen. Das ist so vielleicht keine weibliche Seite, aber mir liegt es. Es macht mir auch sehr viel Spaß und ich denke, soweit habe ich auch alles erreicht, was man erstmal erreichen konnte. Aber man kann natürlich keinen 10-12-Stunden-Tag leisten. Das geht einfach nicht. Das möchte ich auch nicht mehr. Ja, der Druck der Gesellschaft ist auf jeden Fall ein großer. Also das merkt man dann tatsächlich schon. Da darf natürlich niemand bemerken, dass ich die ganze Nacht vielleicht wach war, weil es einem Kind nicht gut ging. Niemand hat natürlich weder in der Schule dafür Verständnis, dass ich arbeite und dass ich nicht andauernd Zeit habe. Und beruflich hat natürlich auch keiner Verständnis, dass ich sage, okay, es ist 4 Uhr, ich gehe jetzt. Ich habe nicht den Anspruch, die perfekte Mutter zu sein, die perfekte Karrierefrau. Das hilft schon mal viel. Aber ich nehme einfach den Tag, wie er kommt. Muss ich oder muss ich nicht?